gefeiert. Also ich habe mich nie so für besonders wichtig genommen, nur weil ich jetzt Bundesligaspieler bin. Als du angefangen hast, war da der Fußball noch ein anderer Sport, als es heute der Fall ist? Ja, also die Zahlen sind explodiert, die Ablösesummen sind explodiert und was manche an Ablösenzahlen oder an Gehalt verdienen, ist eigentlich schon fast ein bisschen unverschämt. Ja, ich weiß, was du meinst. Und auch der Druck, der auf der Sache ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich dich beobachte, auch in deiner Doku, wenn ich dich sehe, das war immer wahnsinnig sportlicher Ehrgeiz, aber trotzdem, da war auch Spaß dabei und da hat man noch ein anderes Sportlerleben geführt, oder? Ja, also bei mir ist dann halt so auch gewesen, dass sie gesagt haben, der nimmt das Ganze ja gar nicht ernst, weil er so viel lacht und so viel Spaß hat. Das haben sie bei mir auch schon gesagt, manchmal. Aber ich hab immer gesagt, wenn man was mit Spaß macht, macht man es auch vielleicht besser. Ja. Wir müssen ein bisschen einmal kurz nur einen Ausblick auf die EM geben. Österreich und Deutschland, wie siehst du die Sache? Kannst du schon was prognostizieren oder wie stehen die beiden Teams da? Ja, ich sag mal, Frankreich ist sicher für mich der große Favorit. Ja. Muss man so sagen, waren im WM-Finale, haben nur knapp gegen Argentinien verloren. Deutschland wird sicher eine bessere Euro spielen, als manche Deutsche es glauben wollen. Mhm. Und wir müssen die Gruppe überstehen. Und dann ist jedes Spiel eine Zugabe. Aber man soll es in Deutschland auch nicht so schwarz sehen, denn man hat ja gegen eine großartige Mannschaft erst vor ein paar Wochen verloren, nämlich gegen Österreich. Und von daher, in Österreich kann man schon verlieren auch. Ja, das finde ich auch. Das hat uns doch eigentlich nur noch näher zusammengebracht. Genau. Wenn ich mir jetzt Top-Sportler anschaue wie Schwarzenegger, die sind irgendwann in die Politik gegangen. Kannst du dir vorstellen, dich irgendwann mal in solche Themen einzumischen? Nein, ich bleibe bei meinen Leisten. Ich bin Trainer und habe nie zur Politik Stellung genommen, obwohl schon viele Angebote ich hatte, in der Politik mitzumischen, aber das ist nicht mein Ding. Nein, und du hast gar keine Zeit, Toni. Du bist ja gerade mittendrin in einem Festjahr, Jubeljahr. Anlässlich deines 60. Geburtstags gibt es natürlich unendlich viele Galas und Veranstaltungen und sogar eine Doku gibt es über Toni Polster. Die hat der ORF gemacht und genau da sind wir ins Spiel reingekommen. Wir haben eine kleine Pressevorführung, ganz kleiner Kreis, gefaked und haben die Doku noch mal durchgeguckt und da ist uns doch der ein oder andere Fehler aufgefallen. Da würden wir gerne noch mal nachhaken. Hallo, liebes Verstehen Sie Spaßpublikum. Mein Name ist Alex Christan, aber heute bin ich aus gegebenem Anlass euer Toni Doppelpack Polster. Ich freue mich nämlich wirklich sehr, dass der ORF anlässlich meines 60. Geburtstages eine Doku über mich gemacht hat. Und alles, was da drinnen gesagt wird, ist natürlich absolut korrekt, aber irgendwie auch ein bisschen fad. Und deshalb vertone ich heute, am Tag vor der Ausstrahlung, meine eigene Doku ein bisschen nach. Und ich bin gespannt, ob es unser Stürmerstar Nummer 1 merkt. Gehen wir Geld schon. Toni Polster, eine Fußballlegende. Köln hat ihm sogar eine Hymne gewidmet. Und Österreich schenkt ihm jetzt zum 60. Geburtstag eine eigene Dokumentation im ORF. Am Tag vor der Ausstrahlung gibt's dazu nochmal einen Pressetermin. Mit dabei zwei echte Journalisten, die Toni auch kennt. Roland Kortner, links im Bild, und Richard Oberndorfer, dazu unsere Katrin, die spielt eine Kölner Boulevardjournalistin. Toni begrüßt das Lockvogel-Trio und zwar genau in dem Tonstudio, in dem er seine Doku selbst vertont hat. Freue ich mich. Hallo, Richard Oberndorfer. Also, hey, hallo, wie geht's? Freut mich. Alles gut. Wir haben bei der Doku ein paar interessante Sachen festgestellt. Und dann haben wir gesagt, da werden wir ein paar Fragen anschließen, da können wir das dann gleich in einem machen. Ja, bitte. Oder? Kann ich was beantworten? Ja, absolut. Also ich möchte nochmal im Namen von allen Danke sagen, lieber Toni, dass du dir Zeit nimmst. Ich darf erst du sagen, ich bin ja, ich schaue nicht nur älter aus, ich bin auch älter ein bisschen.
Toni versprüht erstmal lächelnd den legendären Wiener Charme. Und dann kommen die frotzlig-lässig-frechen Antworten, die man von einem Bolster gewöhnt ist. Zum Beispiel auf die Frage, warum Toni als Trainer nicht so erfolgreich war wie als Spieler. Hast du da irgendwie so eine Ursachenforschung betrieben, wo du jetzt denkst, mit Abstand ein bisschen, wieso eigentlich nicht? Wahrscheinlich ist auch mein, ohne es überheblich zu sein, mein Schatten ein bisschen zu groß. Ja, und diese ganzen, was ich, die ehrenamtlichen Funktionäre, wenn Toni Bolster beim Verein ist, die haben da nichts mehr zum Reden. Mangelndes Selbstbewusstsein war nie Tonis Problem. Mal sehen, ob wir da ein bisschen dran knabbern können. Ein Spiel haben wir natürlich jetzt, das müssen wir noch mal rausnehmen, das hast du in den letzten Tagen oft beantworten müssen, dieses 3:0 gegen die DDR. Und da habe ich einen Ausschnitt gesehen, der ist bei 5:40. Das müsste ja sein. Polster, Ball am linken Fuß. Und Tor! Mit Tonis Originalstimme in der echten Doku klingt die Szene so. In meinem ersten Schuss, bei meinem ersten Tor, habe ich alles reingelegt. Ein Schuss, ein Tor. In Alex' Version allerdings schafft Toni Doppelpackpolster etwas völlig Unmögliches. In meinem ersten Schuss, bei meinem zweiten Tor. Und diese Version bekommt jetzt Toni zu hören. Und Tor! In meinem ersten Schuss, bei meinem zweiten Tor, habe ich alles reingelegt. Mein Herz, mein Ton, oder? Meine Nervosität. Sieht man es in meinem Ton, oder? Werde! Das war das erste Tor, oder? Was? Das Problem? Das war das erste Tor, oder? Das war das 1:0. Weil dann wäre denn die Frage. Ja, scheiß auf die Frage. Jetzt gibt's Tonprobleme. Also holt er den Bernti, den Chef des Tonstudios. Was ist denn? Bernti, schau mal, ruft er das an. Ja? Suche den Fehler. Wer ist das Polster? In meinem ersten Schuss, bei meinem zweiten Tor, habe ich alles. Ja. Du hast was falsch gemacht. Hast du dich versprochen, Toni? Versprochen? Kurz nachdenken und dann? Das habe ich sicher nicht gesagt. Wo liegt jetzt da das Problem? Ich glaube auch, das wird. Bei meinem ersten Schuss, beim zweiten Tor, sage ich. Das ist ja völliger Quatsch. Vor allem, er hat alle drei Tore geschossen und das erste Tor muss ja auch geschossen werden. Mit welchem Schuss dann das erste Tor? Ah, gute Frage. Sie haben gesagt, das ist der erste Schuss bei meinem zweiten Tor. So, das haben Sie jetzt gesagt und jetzt? Das so ist, so erscheint es jetzt, nicht? Aber das habe ich ja nicht gesagt. Was heißt, das ist ja Blödsinn bei meinem ersten Tor. Ist das falsch zusammengeschnitten vielleicht? Und dann redet mein Lokvogel Katrin den Toni ein bisschen schwindlig. Aber jetzt haben wir es gehört. Das heißt, es ist jetzt gesagt worden und das ist jetzt gespielt worden. Das heißt, Sie haben es gesagt. Ach ja, nein. Das ist schlecht zusammengeschnitten. Aber glaubst du, dass das jemand... Ich hab das nicht. Aber wenn der Herr Polster doch... Das muss am Schneidetisch passiert sein. Am Videoschnitt. Ja, aber das ist ja Blödsinn, das kann man so nicht lassen. Ne? Abwarten, ob das bis morgen noch korrigiert werden kann. Und das ist ja nicht der einzige Fehler im Film. Toni, mir ist noch was aufgefallen. Bei 8:45, vielleicht kannst du das abspielen, bitte? Ja, warte, 8:45. In der Original-Doku nuschelt Toni hier diese Sätze. Ja, der Seisker steht vor der Tür und die Zeit ist natürlich immens schnell vergangen. Ich habe 2000 aufgehört zum Fußballspielen. Jetzt bei uns heißt der entscheidende Satz. Ich habe 99 aufgehört zum Fußballspielen. Jetzt haben wir 2024 und ich denke mir oft, wo ist die Zeit hin? Und so erlebt Toni diesen Moment. Ja, der Seisker steht vor der Tür und die Zeit ist natürlich immens schnell vergangen. Ich habe 99 aufgehört zum Fußballspielen. Jetzt haben wir 2024. Es dauert einen Augenblick. Ich denke mir oft, wo ist die Zeit hin? Also das ist 2000 aufgehört. Unterm Strich. Richtig. Bitte? Ich habe 2000 zum Fußballspielen aufgehört. Das wäre meine Frage gewesen. Du hast doch 2000 noch das Abschiedsspiel das gehabt, das oder? Das habe ich zusammengestellt. Das habe ich sicher nicht gesagt. Ja. Weil ich weiß schon, wann ich aufgehört habe. Und wieder. Toni holt den Studiochef. Bernte. Der soll für den genervten Toni das Problem lösen. Ciao. Oder die Sache ausbaden. Bitte schön, mein Gebieter. Ich finde den Fehler. Ich hab 2000 zu Fußballspielen aufgehört. Ja? Das wird auf. Ja, der Seisker steht vor der Tür. Die Zeit ist natürlich immens schnell vergangen. Ich habe 99 aufgehört zum Fußballspielen. Jetzt haben wir 2024.
Was schicken uns die Fanblätter? Das ist ja völlig anders. Aber hast du das gesagt, Toni? Das ist halt mein Stil, merkst du das nicht? Aber dass man das, also mir würde das nicht auffallen. Nein, also, aber dass man das so unkonzentriert dann sagt, nein, das gibt es nicht, oder? Weil das war es nicht. Nein, ich weiß, wenn ich aufgehört habe. Ich bin so 2000, ist ja leicht zu merken. Okay. Okay. Dann da würde ich eine Sache noch, weil ich, also jetzt fußballspezifischen Themen, ich habe natürlich, achte so ein bisschen anders drauf. Ich hatte mir markiert, ich glaube, das war so 59, irgendwie so um den Dreh. Jetzt haben wir in Tonis Familienleben eingegriffen und ihm ein drittes Kind angehängt. Besonders stolz bin ich sicherlich in der Nachbetrachtung auf meine insgesamt 3 Kinder. Ja. Obwohl man mir nie irgendwas zugetraut hat. Das ist der Krieg, weil das. Können wir, danke. Ja, das ist eine Katastrophe, das ist der Christian. Das ist der Christian eingeschnitten. Wer ist das? Als Christian einer der besten, wenn nicht der beste Komödiant in Österreich. Und kann super Stimmen nachmachen. Ja, das bist nicht du, Toni. Die Stimme. Sag mal, ja, du bist eine große Leiter. Ja. Du wirst doch erkennen, dass ich nicht ich bin. Ja, das klingt gut. Also ich erkenne das definitiv nicht. Aber trotzdem stellt mich ja, also jetzt mir die Frage, weil deswegen bin ich natürlich auch hier, um so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Wie heißt denn das dritte Kind? Würde mich die Frage. Wie heißt das Kind? Aber das ist völlig, das ist eingeschnitten. Das gehört ja nicht, das gehört ja nicht da rein. Toni, es ist passiert, wir haben keinen Schnitt gemacht, wir kriegen ja das ja fertig. Ja, ich weiß nicht, wer wundervoll ist. Aber ja, Filmproduktion vielleicht. Ja. Aber Herr Bolze, das ist jetzt Ihre Dokumentation, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es. Wo haken wir gerade? Ich verstehe es auch nicht. Okay, aber das ist doch jetzt tatsächlich das, was wir morgen im ORF sehen, oder? 2015 oder wann? Das wird jetzt gezeigt. Das kann man nicht zeigen. Aber jetzt fragen wir doch, Herr Polzer, das ist jetzt das, was wir morgen sehen? Nein, das kann man nicht zeigen. Das bin ja nicht ich, der da redet. Das kann man nicht zeigen. Das heißt, was schauen wir dann da? Die alte Doku wahrscheinlich. Die zum 50er. Aha, los. Aha. Toni findet es gar nicht lustig, aber an einem Punkt ist er sich sicher. Moment nochmal. Das ist nicht meine Stimme. Das ist der Alex Christian. Nochmal. Das 99, das höre ich. Wenn du nicht hörst, ja, ist dein Problem. Ich höre 99, sagt der Christian. Ich habe mit 99 nichts zu tun. Ich weiß doch, wann ich aufgehört habe. Also glaubst du, dass ich Medikamente genommen habe? Und nicht weiß, wann ich aufgehört habe. Ich habe einen Magendurchbruch gehabt, aber keinen Hirnschlag. Entschuldigung, das sollte so nicht umgekommen sein. Ja, ja. Ja. Und das tut mir leid jetzt für euch, weil das ist nicht die wahre Gruppe. Toni hat genug gehört und gesehen. Er will weg. Aber irgendwer muss dafür sorgen, dass das morgen nicht so über den Sender geht. Toni spricht mit dem Produzenten des Films. Der steht nebenan und ist natürlich mein Komplize. Lukas, servus, Toni. Servus, Toni. Grüß dich, wie geht's da? Ja, alles okay. Du, das ist eine völlig falsche Tonspur, was da zu den Bildern ist. Ich weiß nicht. Also das stimmt hinten und vorne nicht, oder? Ja, der Hintergrund ist folgender, ich habe schon erklärt, die Deutschen haben großes Interesse an der Doku. Und die haben gesagt, sie wollen den Film unbedingt spielen, du bist fantastisch, großartiger Film, aber sie verstehen bestimmte Stellen nicht. Und sie können dem Publikum nicht zumuten, dass sie das nicht verstehen. Jetzt habe ich mir erlaubt, den Alex zu fragen, ob er da nicht ein bisschen deutlicher ein paar Sachen sagen kann, die man sonst nicht versteht. Das ist ein bisschen der Hintergrund. Okay. Das hat ja dann mit meiner Doku, die ich gesehen habe, ja nichts mehr zu tun, oder? Das stimmt hinten und vorne. Okay. Also schau dir das bitte an, weil sonst ist das eine Katastrophe im Mittwoch, gell? Ja, okay. Passt, danke, tschüss. Tut mir leid, gell? Ja, aber jetzt. Toni, Anstieg hätte ich aber noch, die war dringend. Tut mir leid, dass das jetzt so. Ja. Hast du nicht nur ein paar Minuten? Nein. 2 Minuten? Nein, zwei Minuten. Eine Szene noch. Das ist der berühmte. Den Gentleman haben wir heute ein bisschen aufs Glatteis geführt. Mit der Doku. Ach so. Versteck dich an, oder? Ich will fast von nix. So wird's gescheißen. Eine Szene muss man sich anschauen, da geht es um die berühmte Nummer 9. Toni!
Na, eigentlich hat ja alles gestimmt, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die wir verändert haben. Wir hoffen sehr, du hattest Spaß. Ich fühle mich sehr wohl in deinem schicken Trikot. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß!